Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis. Seit langen Jahren waren wir als Gemeinde in den Sommermonaten immer einmal zu Gast in der ersten lutherischen Kirche und haben die Mitglieder von dort dann später auch in die Georgskirche eingeladen. Wir freuen uns, dass Pastor Ralf Karl Wuschke heute bei uns predigt. Und am 2. August werde ich die Predigt im Zoom-Gottesdienst der ersten lutherischen Kirche halten. Wir danken Steven Hermeling, der heute die Lieder begleitet und ein Solo spielt. Wir bitten um Gottes Segen für diesen Gottesdienst und für Sie alle. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir vertrauen darauf, dass du deinem Volk Recht schaffst, dass du das Gute in deiner Kirche förderst und den Bösen wehrst. Gib uns einen klaren Blick für das, was Recht ist in unserem Leben. Hilf uns, mutig einzutreten, wo Unrecht wächst, und deiner Kraft des Friedens und der Versöhnung Raum zu geben. Bewahre uns durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, der mit Gnade Recht schafft. Amen. Thank you.
steht im Römerbrief im 8. Kapitel, die Verse 12 bis 25. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Halleluja! Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Amen. Das Evangelium steht im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums geschrieben. Jesus erzählte die Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einer Person, der guten Samen auf ihrem Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und er ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinem Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete die Herrschaft. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jüngerinnen und Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut
sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten am Reich ihres Vaters leuchten in die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Hier endet das Evangelium. Liebe Gemeinde, das heutige Evangelium ist Teil ein Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo es sich um Saat, Erde, Erde und Unkraut handelt. Jesus hat zwei solche Gleichnisse erzählt. Das erste, das Gleichnis vom Bauern, der Getreide aussät, und das zweite, das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Das erste Gleichnis richtet auf das Wort Gottes und wie es wächst unter verschiedene Gegebenheiten. In manche Leute wächst das Wort Gottes und in manche Leute nicht. Wir Menschen sind der Boden oder die Erde, wo das Wort Gottes gepflanzt ist. In dem zweiten Gleichnis sind wir Menschen eher die Saat, das in die Welt oder in die christliche Gemeinde gepflanzt sind. Manche sind dem Gleichnis nach gute Saat und andere schlechte Samen und den bösen Feind gepflanzt. Ein zweites Thema in dieses Kapitel, was kommt oft in das Matthäus-Evangelium vor, wird auch hier erwähnt. Das jüngste Gericht. Das Unkraut wird von dem guten Weizen am letzten Tag getrennt und in den brennenden Ofen geworfen. Es kann sein, dass Matthäus Konflikte in seiner Gemeinde aus Kontext für dieses Gleichnisses im Blick hat. Auch interessant in diesem Kapitel ist die Konzeption des Gleichnisses selbst. Jesus lehrt und redet oft mit Gleichnissen. Neben die Gleichnisse selbst ist in diesem Kapitel eine andere Diskussion zwischen Jesus und seinen Nachfolgern um den Zweck der Gleichnisse. Ich möchte einige Verse zu diesem Thema auch vorlesen. Später kamen seine Jüngerinnen und Jünger und fragten ihn, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen, den anderen sind sie verborgen. Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Deshalb rede ich in Gleichnissen, denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage, und hören und begreifen doch nicht. Weiter in dem selben Kapitel. All das sagte Jesus der Menschenmenge in Form von Gleichnissen. Sie fehlten in keiner seiner Predigten. So sollte sich erfüllen, was Gott durch seine Propheten angekündigt hatte. Ich werde in Gleichnissen zu ihnen reden. Geheimnisse, die seit Weltbeginn verborgen waren, will ich ihnen enthüllen.
Später schickte Jesus die vielen Menschen fort und ging ins Haus zurück. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten: Erkläre uns doch das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Gleichnisse sind eine besondere literarische Form, ein Genre, die wir in unserer Kultur kaum benutzen. Wer redet überhaupt heutzutage in Gleichnisse? Als Kinder und Eltern, die junge Kinder haben, sind wir eher mit Märchen bekannt. Märchen sind auch eine besondere und ähnliche literarische Form. Märchen und Gleichnisse, psychologisch gesehen, haben etwas ins Gemeinsame. Sie stellen eine andere Welt dar. Das ist eine erdichtete Realität. Aber als Kinder gehen wir in die Realität des Märchens hinein. Aschenputtel oder Rotkäppchen werden für eine kurze Zeit verwirklicht und die Zuhörer teilen deren missliche Lage mit. Kinder miterleben den grausamen Schicksal Aschenputtels sowie ihre Verwandlung, Niederfall und Wiederentdeckung von den Prinzen. Dieses Phänomen ist sehr schwer zu erklären. Nach Viktor Frankl ist es vielleicht mit Lachen zu vergleichen. Frankl schrieb: Sie können niemandem befehlen zu lachen. Wenn Sie möchten, dass er oder sie lacht, müssen Sie ihm oder sie einen Witz erzählen. Da geschieht etwas Ähnliches mit Märchen und Gleichnissen. Man konnte ein Kind befehlen: Du sollst Mitleid für Aschenputtel fühlen. Aber viel besser ist es, das Märchen einfach zu erzählen. Das Miterleben des Schicksals Aschenputtels wird eine Art Überzeugung sein. Und das Kind wird bitten: Lese mir bitte die Geschichte von Aschenputtel nochmal vor. Es kann sein, dass es wird so oft vorgelesen müssen, dass die Eltern sich davon langweilen werden. Aber für das Kind wird die Geschichte ein Teil der inneren Entwicklung und die Bearbeitung einer Vielfalt von Emotionen sein. Von Rotkäppchen lernen Kinder, dass es auch böse Mächte in der Welt gibt und was das Gefühl ist, es etwas zu fürchten. Die Gleichnisse von Jesus können genauso auf uns arbeiten, als ein Mittel von Überzeugung und Bekehren. Als wir das Gleichnis vom Unkraut im Weizen hören, da steigen wir ein und fragen uns: Bin ich Weizen oder bin ich Unkraut? In der Zeit einer Pandemie bin ich einer oder eine, er oder sie einen Nächsten liebt, insofern ich alles Mögliche mache, um den Virus zu verhindern, oder ist es mir egal, was die Behörden empfehlen? Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen ist genauso wie ein Märchen, nur interessant und bekehrend, weil es eine innere Spannung hat. Matthäus möchte, dass wir unser Gewissen und unser Handeln prüfen und den Aufruf, um Nachfolger Jesus zu sein, ernst nehmen. Manchmal tut Matthäus die Angst vor dem Teufel in Herzen der Zuhörer treiben. Und dies ist eine dieser Zeiten. Wie stelle ich mich vor in das Gemeindeleben? Bin ich den Weizen oder das Unkraut? Trotz der schrecklichen Warnung und der Androhung eines Gerichts löst Jesus am Ende diese Spannung. Jesus hat unser Sehnen nach Gerechtigkeit, Liebe und Friede vorausgesehen und bestätigt. Er vereint unsere Absichten und Glaube
mit den Zielen des Reiches Gottes, das bereits existiert und immer wieder entsteht. Jesus verspricht, dann werden alle, die nach Gottes Willen gelebt haben, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Der Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Lass es so unter uns sein. Amen. Lehre sie, Gut und Böse
Recht und Unrecht zu unterscheiden und gib ihr den Mut, danach zu handeln. Gib ihr die Kraft und Entschlossenheit, sich für Schwache einzusetzen und den Weg der Gerechtigkeit Gehör zu verschaffen. Wir rufen zu dir, lass deine Gerechtigkeit aufstrahlen in unserer Welt. Wir bitten dich für alle, die krank sind und Schmerzen haben. Besonders beten wir für Doris H., Matthias Vater, Richard N., Trudi W., Lutz U., Käthe G. und Ruth C. Sei mit deiner heilenden Kraft bei ihnen und uns allen. Hilf, dass wir bald wieder gemeinsam Gottesdienste in unserer Kirche feiern können. Wir rufen zu dir, lass deine Gerechtigkeit aufstrahlen in der Welt. Gott, wir vertrauen darauf, dass du Unrecht vergibst und Neuanfänge möglich machst. Führe uns deinen Weg der Gerechtigkeit, auf dass wir wandeln auf dem Weg des Lichts. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.